Jan Rickenbach mit einem langsameren Start als Felix Dohl, der Schaffhauser, der da mächtig Druck macht am Anfang dieses Rennens. Und er wird auch als erster auf die Zielgerade kommen. Es ist Dohl, der führt. Es ist Rickenbach auf Platz 2 und 22:11 für Felix Dohl. Auch das eine neue persönliche Bestleistung. Kann da kaum bremsen, so schnell ist er unterwegs. 22:11. Seine Bestleistung stand bei 22:70. Er hat sich dann fast 6 Zehntelsekunden verbessern können und ist jetzt doch deutlich schneller als Andreas Buhr im ersten